Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine gefüllten Paprikaschoten mit Hack- und Feta-Käse vorstellen. Ist noch ein bisschen Gyros-Gewürz drin. Oh, geht so ein bisschen in die griechische Richtung. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, die Rezeptzutaten, das Rezept selber findet ihr wie immer in der Infobox oder auf meiner Seite. Ich habe schon alles rausgelegt. Wir brauchen natürlich Paprika, Rinderhack, Feta-Käse, ein Ei, ein bisschen Panko oder Paniermehl, Petersilie. Zum Würzen nehmen wir Pfeffer, geräuchertes Paprikapulver, Gyros-Gewürz und ein bisschen Salz und überbacken nachher schön mit Emmentaler. Für die Soße brauchen wir Paprika, stückige Tomaten, Zwiebel, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Tomatenmark, Eiweiß und würzen werden wir das Ganze mit Gyros-Gewürz. Außerdem Chili für den Kick. Wir brauchen ein bisschen Olivenöl zum Anbraten, Zucker gegen die Tomatensäure und Paprika. Und das war's auch schon, da kann ich loslegen. Ja, Vorbereitungsarbeiten sind übersichtlich. Ich hacke die Petersilie hier. Dann gebe ich mein Hackfleisch in eine Schüssel, gebe dazu das Panko. Und die anderen Zutaten, also auch die Petersilie, ein bisschen lasse ich nachher über zum Garnieren. Dann kommt noch ein Ei in die Masse. Und dann kommen auch schon die anderen Gewürze, Pfeffer. Und das Gyros-Gewürz. Das geräucherte Paprikapulver und ein bisschen Salz, nicht mehr. Im Feta ist nachher sowieso schon Salz drin. Und das Ganze mische ich jetzt ordentlich, bis es eine homogene Masse hat. Und dann brösel ich den Feta-Käse in die Hackmasse und mische das Ganze nochmal. Und so sieht das dann aus. Ja, bei den Paprika hat man immer das Problem, da gibt es immer unterschiedliche Größen. Ne? Die grüne ist ganz klein, die gelbe ist ein bisschen größer, die rote ist wieder groß. Wie mache ich's? Damit man nicht so riesen Klötze hat, schneide ich die kleinen oben ab und die großen, die trenne ich in der Mitte. Ne? Dann mache ich es also andersrum, sodass man halbwegs essbare Portionen hat und nicht so riesen Fleischklopse. Jetzt entferne ich erstmal hier das Kerngehäuse mit so einem kleinen scharfen Messer. Ihr könnt auch einen Löffel nehmen. Also von der grünen nehme ich nur den Deckel runter und entferne jetzt hier auch das Kerngehäuse. Und den Deckel verwerte ich auch gleich noch in der Soßenmasse. Ja, dann sieht das so aus. Und dann können wir auch jetzt als nächstes schon anfangen, unsere wundervollen Paprika hier zu füllen mit der Hackmasse. Und die richtig ordentlich reindrücken und da soll auch hinterher ein Berg drauf sein. Das Hack ist reichlich hier. Also richtig ordentlich drücken, dass ihr da keine Luft mehr drin habt. So viel wie möglich. Und den Rest da mache ich Klopse draus, so kleine. Jetzt können wir uns den Soßenzutaten zuwenden. Dafür brauchen wir die rote Paprika noch, die wir noch über haben. Und auch hier entferne ich das Kerngehäuse und schneide erst in Streifen und dann in kleine Würfel. Meine Zwiebel hier pellig. Und dann schneide ich auch die Zwiebel in Würfel, so mittlere Größe, so ganz klein müssen die nicht sein, wie ihr hier seht. Das reicht völlig. Und meine Knoblauchzehe, die pelle ich nur, die hacke ich nicht, denn die gebe ich gleich mit der Knoblauchpresse in die Paprikamasse. Jetzt brate ich meine Zwiebeln an in dem Olivenöl und zwar so drei Viertel, nicht so ganz heiß. Olivenöl darf ja nicht rauchen, also dass sie so ein bisschen anschwitzen hier. Dann gebe ich auch schon meine Paprikawürfel dazu und das Ganze ganz kurz nochmal anbraten, bis die Paprika so beginnt weich zu werden. Dann kommt auch schon der Knoblauch rein durch die Presse. Ganz kurz mitbraten zum Aroma entwickeln und dann gebe ich die stückigen Tomaten rein und Eiweiß. Und das Ganze rühre ich jetzt einmal gut durch, erhitze es ein bisschen. Das ist ja unsere Masse, unsere Soße. Dann kommt noch Tomatenmark dazu, das könnt ihr auch vorher dazugeben und einzeln anbraten und mische das Ganze. Ja, und jetzt kommen die restlichen Gewürze, die Chiliflocken, Paprika, außerdem der Zucker gegen die Tomatensäure und das Gyros-Gewürz. Eine wundervolle Mischung, aber schon ordentlich scharf. Wer es nicht so scharf mag, lässt die Chiliflocken weg. Jetzt mische ich das Ganze und dann sind wir auch schon fast am Ofen. Jetzt setze ich meine gefüllten Paprika hier bei mir in meine Pfanne. Die ist ofenfest. Dann den Stiel abnehmen. Wenn ihr das nicht habt, nehmt den Auflaufform. Und das Ganze geht jetzt in den Ofen bei 200 Grad, 35 bis 40 Minuten so war es bei mir. Und zwischendurch, nach einer halben Stunde, messe ich mal mit dem Fleischthermometer und dann sollte das Hack so um die 80 Grad haben, das hat es auch bei mir hier, dann ist es durch und jetzt kann ich die letzten Minuten noch den Käse drüber geben und überbacke das Ganze
Ja, dann können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. Ja, es riecht ganz wundervoll. Meine Paprika hier, ich garniere die jetzt nur noch so ein bisschen mit Petersilie. Mehr mache ich gar nicht mehr. Ihr könnt jetzt natürlich noch Reis servieren, was ihr mögt. Das passt auch gut. Und wenn man die jetzt anschneidet, dann seht ihr auch die Paprika. Die ist nicht matschig, sondern die hat auch noch ein bisschen Form. Die ist noch nicht ganz zusammengefallen. So soll es auch sein. Das Hack ist wundervoll saftig noch. Und wenn ihr das jetzt probiert, dann werdet ihr feststellen, dass das Hack wirklich einen ganz wundervollen Geschmack hat. Nach ein bisschen Feta, nach ein bisschen Gyros-Gewürz. Also, ich denke, meine gefüllten Paprika mit Hackfleisch und Feta haben wirklich super geklappt. Tolles Rezept. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.